Aber so ein Geweih, was aussieht wie Äste, ist ein Hirsch. Und wenn man ein Geweih hat, wo die Anfänge der Äste miteinander verzweigt sind, wo richtige Knochenplatten dazwischen sind, das ist ein Elch. Bin ich mir ziemlich sicher. Bitte steinig mich nicht. Mortal entdeckt! Oh, Mortal ist offen. Das hat gar keinen Innenbereich. Okay, ich habe Mortal falsch in Erinnerung. Todesglockenblumen. Wunderschön. Mortal. Was sollen wir denn hier? Sollen wir hier mal irgendwo in den Inn gehen? Moorside Inn. Ja, wir gehen mal da rein in den Moorblick und gucken uns mal da um. Das ist immer ein ganz guter Ort, um Quests anzunehmen. Endlich kommt jemand. Zieht eure Stiefel aus und bleibt ein wenig. Sagt mir, falls ihr irgendetwas benötigt. Momentan habe ich sehr viel Zeit. Nicht so viele Kunden, ne? Aber das ist gut. Die Barleute, die tratschen gerne. Da kann man immer Quests bekommen. Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Was ist mit dem abgebrannten Haus? Roggers Haus? Es ist vor kurzem abgebrannt. Das mit seiner Frau und den Kindern ist wirklich schlimm. Die Schreie haben die halbe Stadt aufgeweckt. Die meisten Leute meiden es, da sie fürchten, es sei verflucht. Natürlich. Wie ist das Feuer ausgebrochen? Rogger behauptet, das Feuer sei von der Kochstelle ausgegangen. Einige sagen, Rogger hätte es selbst gelegt. Obwohl seine Frau und sein Kind im Haus waren? So erzählt man es sich. Er lebt jetzt bei Alva. Einen Tag nach dem Brand ist er eingezogen. Es gehört sich einfach nicht, einen Tag nachdem die Familie stirbt, zu einer neuen Frau zu ziehen. Okay, Frage, wo hätte er denn sonst hingehen sollen? Ich finde, also, ja gut, aber wo soll er denn hin? Es gibt, glaube ich, kein Sozialamt in Skyrim, oder? Und natürlich können sie nicht beweisen, dass er sie ermordet hat. Ja, unser Jarl wüsste jedoch nur zu gern, ob er es getan hat. Vielleicht zahlt er sogar dafür. Das ist sehr gut, das ist dieser Tratsch, so bekommt man Quests. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Na gut, ich glaube, das sind endlos Quests. Da kann man sie immer wieder fragen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es gibt Gerüchte über einen kleinen Jungen in Windhelm namens Aventus Aretino. Er versucht doch wirklich Kontakt zur dunklen Bruderschaft zu bekommen. Dummer Junge. Oh, Backe. Das ist eine ziemlich dolle Sache. Läuft das Geschäft in Mortal schlecht? Nein, es gibt überhaupt keins. Schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Mortal aufzusuchen. Und jetzt? Naja, sagen wir einfach, die Vordertür wird nicht oft benutzt. Was ist mit dem Ork? Keine Ahnung, scheinbar sitzt hier irgendwo ein Ork. Lorbuk? Er hält sich für einen Barden. Er zahlt, also kann er bleiben. Hätte ich Kunden, würde ich mir Sorgen machen, dass er sie nervt. Aber, naja, seht euch um. Aber guck mal, wie viel Vorräte sie hat. Wie viel Fleisch, das verdirbt doch alles. Ach, naja, was soll's. Okay. Okay, der Ork steht da. Weißt du was? Er zahlt und er spielt sogar. Fuck, man, scheiß doch drauf, dass er ein Ork ist. Okay, wir werden jetzt hier mal wieder verschwinden und uns mal kurz noch in Mortal umgucken, ob jetzt wirklich der Hund begraben ist. Oh, hallo? Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Du bist ein Kultist, verdammt, was willst du denn? Ja, ich bin ein Drachenblut. So ganz forsch und selbstbewusst. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Ah, Gott! Husro! Gott, verdammte Scheiße! Ein Feueratronach hat er beschworen. Glaube ich ja jetzt nicht. Verdammt! Ah! Ja, danke. Ich weiß, dass meine Gesundheit niedrig ist. Ich sterbe, ich kriege auf den Sack. Ist ja nicht wahr. Schlafbaumsaft. Okay, Gesundheit wird für 45 Sekunden um 100 Punkte erhöht. Klar, warum nicht? Zaubertrank der Feuerresistenz. Ja, das ist gerade ganz toll. Zaubertrank der kleinen Heilung. Da habe ich 21 von? Das gibt's ja gar nicht. Oh, er ist tot. Nein, er ist umgefallen. Verdammter Dreck. Ah, guck mal, wie sie alle auf meiner Seite sind, die Dorfbewohner. Cool. Die Leute von Mortal sind auf meiner Seite.
Verdammter Mist! Was hat denn der dabei gehabt? Kultistenhandschuhe, Kultistenmaske. Ist eine schwere Rüstung. Na gut, wir gucken uns das mal an, wie sie aussieht damit. Das würde mich mal interessieren. Lavendel. Okay. Also ich habe das originale Skyrim über 200 Stunden gespielt und ich weiß, das ist gar nicht so viel. Für mich ist das eine tierisch lange Zeit. Überlegt euch 200 Stunden. Ich habe noch nie diese Typen gesehen. Noch nie. Und das ist sogar eine neue Quest. Ich glaub das gar nicht. Wenn ihr etwas mit dem Jahr... So, wo ist denn jetzt der andere Kultist? Der liegt da am Boden. Den will ich jetzt erstmal ausfragen. Was zum Teufel ist hier los? Ich habe dich eben angeschrien. Ich habe bewiesen, ich bin ein Drachenblut. Was willst du? Oh nein. Oh, okay. Kultistenbefehle. Das ist interessant. Stab des Schutzgeistes. Finde heraus, wer die Kultisten ausgesandt hat. Okay. Stab des Schutzgeistes. Cool. Stahlpfeil. Natürlich besser als Eisenpfeil. Ich meine, ich bin irgendwie verzaubert und sehe die ganze Zeit doppelt. Sieht aus, als ob man einen 3D-Film ohne Brille guckt. Lässt es bitte bald nach? Ist ja furchtbar. Okay, wir gucken jetzt einfach mal die Kultistenbefehle an. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Tolosuka, bevor sie Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolges zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Wer zum Geier ist Mirak? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Wirklich nicht. Und jetzt denke ich mal, muss ich nach Solstheim. Okay, werden wir machen. Und wir werden auch mit dem Jarl reden. Mit Rogger. Ach natürlich, genau. Und wir werden auch die Rotwardonen finden. Und wir werden alles machen. Und ja, und überhaupt. Verdammt, ey, ich hoffe diese... Oh, jetzt hat's nachgelassen. Ah, sehr schön. Okay, warum schleiche ich eigentlich? Warum laufe ich denn so langsam? Bin ich voll? Nee, ich bin nicht voll. Warum laufe ich denn? Na gut, vielleicht laufe ich einfach nur so ein bisschen langsam. Okay, ja, ich bin das Drachenblut und ich werde als falsches Drachenblut hingestellt. Das sind Sachen, die sind von äußerster Wichtigkeit und ich finde, die dürfen nicht allzu lange warten. Wir werden uns darum in Bälde kümmern. Aber ich finde nach wie vor, dass erst einmal die Aufgabe der, der Graubärte Vorrang hat. Aber da wir jetzt gerade hier in, wo sind wir? Keine Ahnung, wo wir sind. Also wir werden erstmal mit dem Jarl reden. Wir sind gerade in Mortal, so. Und wir werden jetzt erstmal mit dem Jarl reden und gucken, ob wir Rogger irgendwie überführen können. Also erstmal anhören, was der zu sagen hat. So. Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Oh! Sie soll sich nur um wirklich... Ich war mir nicht bewusst, dass es Frauen als Jarls gibt. Ich weiß nicht, warum mich das jetzt überrascht. Ich habe als Jarl immer einen Mann erwartet. Ich hatte es vergessen. Oder ich habe noch nie eine gesehen. Cool! Jarl Idgrot Rabenkrähe. Das Leben hat euch also nach Mortal und zu mir geführt. Wozu dies geschah, werden wir gewiss noch sehen. Willkommen. Du hast eine ganz furchtbare Stimme, wie von einer kleinen, buckligen, weißhaarigen Hexe. Aber du bist eine scheinbar noch recht junge, dunkelbraunhaarige, attraktive, erwachsene Frau. Warum hast du diese furchtbare Stimme? Ich habe erfahren, dass ihr jemanden sucht, der den Hausbrand untersucht. Ihr meint den Brand in Roggers Haus? Er hat Frau und Tochter in den Flammen verloren. Meine Leute glauben nun, dass es mit einem Fluch belegt ist. Wer bin ich, dass ich ihnen widersprechen könnte? Was ist laut Rogger passiert? Rogger gibt seiner Frau die Schuld, weil sie Bärenfett ins Feuer gegossen hat. Viele glauben, er habe das Feuer selbst gelegt. Warum hätte er das seiner Familie antun sollen? Begierde kann einen Mann dazu bringen, das Undenkbare zu tun. Die Asche war noch warm, als er Alva Treue schwor. Und warum habt ihr ihn nicht festgenommen? Aufgrund von Gerüchten und Tratsch? Nein. Aber ihr, ein Fremdling, könnt vielleicht die Wahrheit für uns finden. Durchsucht die Asche, die andere nicht anzurühren wagen. Seht, was sie euch sagt. Wenn ihr seine Schuld oder Unschuld beweisen könnt, werde ich euch dafür belohnen. Die Asche wird mir sagen, du wirst scheißdreckig, wenn du in mir wühlst. Gibt es Schwierigkeiten in Mortal?
Das Unsichtbare kann Unrast verursachen, sogar Furcht. Das ist zu erwarten. Einige fürchten unseren neuen Zauberer vor Ort. Wenn sie sich erst an ihn gewöhnt haben, werden sie ihn akzeptieren. Die Zeit wird mir recht geben. Okay, kann ich den Zauberer sehen? Oh. Rogas Schicksal liegt in eurer Hand. Wer schubst mich denn hier die ganze Zeit? Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Am Arsch, Junge! Ich bin schon fertig. Da kannst du mich schubsen, solange wie du willst. Ich verschwinde von hier und guck mir jetzt die warme Asche an. So, wollen wir da mal sehen. Wo ist denn dieses Haus? Es scheint hier ganz in der... Oh, Hühnernest. Cool, gleich noch ein paar Eier bekommen. Wo ist denn jetzt dieses Haus? Da ist es. Okay. Was haben wir denn hier? Verbranntes Buch. Ja, da können wir aber wahrscheinlich nichts drin sehen. Oh, ein Geist! Warum kann ich denn Geister sehen? Wer seid ihr? Peggy. Aber mein Vater sagt, dass ich nicht mit Fremden reden darf. Seid ihr ein Fremder? Nein, ich bin ein Freund. Wisst ihr, was mit eurem Haus geschehen ist? Der Rauch hat mich aufgeweckt. Es war heiß und ich hatte solche Angst. Also habe ich mich versteckt. Dann wurde es kalt und dunkel. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Aber ich bin allein. Wollt ihr mit mir spielen? Wenn ich mit euch spiele, sagt ihr mir dann, wer das Feuer gelegt hat? Gut, spielen wir Verstecken. Wenn ihr mich findet, verrate ich es euch. Wir müssen aber warten, bis es Nacht ist. Die andere spielt auch mit und sie darf vorher nicht rauskommen. Die andere? Wovon redet ihr? Kann ich euch nicht sagen. Sie könnte mich hören. Sie ist ganz in der Nähe. Wenn ihr mich zuerst findet, kann ich es euch verraten. Da! Finde die Helgi nach Einbruch der Dunkelheit. Bitte sehr. Na, das kann ja nicht mehr lange dauern, bis es dunkel ist, oder? Also, semi-dunkel. So. Jetzt? Ist es jetzt dunkel? Keine Ahnung. Verdammt, jetzt muss ich nach dem Gör suchen, nach dem Geist-Gör. Nach dem Gör-Geist. Verflucht? Nee. Und jetzt, natürlich ist hier auch noch ein Schneesturm, wisst ihr? Es kann ja gar nicht anders sein, als dass hier noch ein Schneesturm ist. Mann, Mist. Ich habe keine Lust, den dummen Geist zu finden oder zu suchen. Wo kann die denn hin sein? Ich bin fast der Meinung, also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und ich bin der Meinung, die ist irgendwo hinter den Häusern oben auf einen Berg gegangen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, irgendwie hier hinter den Häusern ist die auf einem Berg oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte... Als ich es das erste Mal gespielt habe, auch dann online nachgeguckt, weil ich dieses verfluchte Kind nicht gefunden habe. Diesen dummen Geist. Ich bin der Meinung, die ist irgendwie hier oben oder so. Irgendwie. Oder nicht? Ich bin der Meinung, kurz außerhalb von Mortal auf einem Berg. Wir versuchen mal hier rauf zu kommen. Gucken, ob das geht. Ja, das geht von hier. Ich meine, sie leuchtet und es ist dunkel. Aber dieser verfluchte Schneesturm, der macht es mir nicht wirklich leichter. Aber ich bin der Meinung, die steht hier oben und guckt auf Mortal herab. Irgendwie so. Majestätisch. Und andächtig. Ich weiß ja nicht. Aber eigentlich müsste sie ja von hier oben auch sehen. Das ist ja auch der Witz. Aber sie leuchtet so schwach. Und dieser verfluchte Schneesturm, Mann. Gott, das wird ja auch immer schlimmer. Das wird immer doller. Wird nicht weniger. Ach Mann, ey. Das ist echt nicht gut, dass jetzt dieser Schneesturm kommt, wo ich in der Nacht nach einem schwach leuchtenden Geist suchen soll. Ja, verdammter Mist. Also ich werde wieder online nachgucken müssen, weil ich Helgis Geist nicht finde. Was weiß ich, wo die ist. Eigentlich ist mir das auch relativ egal. Ich hätte eigentlich ganz gerne nur diese Quest gemacht. Sag mal, ist die nicht kalt? Verdammt! Hübsch seid ihr. Ich wette, ihr könnt euch vor Verehrern kaum retten. Moment, das ist doch Alva. Die Leute hier arbeiten hart und gönnen sich nicht einen Moment Entspannung. Schade. Aber das wird nicht immer so weitergehen. Man sagt, Rogger habe das Haus für euch in Brand gesteckt. Wirklich? Das ist wunderbar. Ich kann mich glücklich schätzen, einen Mann mit so viel Hingabe zu haben. Ja.
bis er dich nicht mehr sehen kann und sich eine jüngere holt und dich verbrennt. Ha, wie schmeckt dir das? So viel Hingabe kann man sich ja nicht mal im Traum erträumen, erwünschen oder so, nicht wahr? Nein, kann man nicht. Also gut. Meine Fresse, ich dachte, ich kann mich hier unterstellen vor dem Schneesturm, um mein Outro zu moderieren. Aber nein, kann ich wohl nicht. Gut, egal. Wir bleiben einfach hier im Schneesturm stehen, meine wunderschöne Kriegerin mit ihrer fantastischen Frisur. Das war Skyrim von diesem Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde nachgucken, wo Helgis Geist ist. Den werden wir beim nächsten Mal finden. Und vielleicht kommen wir dann ein bisschen vorwärts mit der Aufgabe, die uns die Grauwerte gegeben haben. Aber solange wie wir uns in Mordhall aufhalten können, werden wir das auch tun. Solange wie es hier was Interessantes zu tun gibt, warum sollten wir gehen? Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.